Hallo Leute und ein allerherzlich willkommen hier zu Dishonored. Und auch hier möchte ich euch heute bei meinem neuen Laptop begrüßen oder mit meinem neuen Laptop und damit auch im Full HD. Ja Leute, wir spielen einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir sind hier immer noch in der blöden Destillerie und sollen hier dieses komische Elixier vergiften. Ich bin jetzt hier mal hochgeflüchtet, weil... Oh, ihr seht. Seht ihr mich hier oben? Wohin bist du verschwunden? Ich bin nirgendwohin verschwunden, ne Junge? Ja, drücke J und bla bla bla, Falkenangriff. Ich will keinen Falkenangriff machen. Nur eine Frage der Zeit, Freundchen. Ich habe ein bisschen Angst. Wo bist du? Das war's. Er ist weg. Oh, jetzt habe ich ihn beinahe hier. Mich beinahe verraten. Wo ist denn der Typ? Wo ist er? Wenn mich hier jemand verarschen will. Nicht, dass er aus der Tür rauskommt. Na los, verteilt euch. Muss mich verhört haben. Das war knapp. Oh, wo sind die denn jetzt schon wieder hergekommen? Mach die scheiß Tür zu, ihr scheiß Penner. Danke. So, wir gucken mal mit dem Herzen. Hier oben ist nämlich ein Knochenartefakt, da konnte ich mich noch dran erinnern. Ich wusste nur nie, wie ich da hinkomme. Okay, wir rennen hier mal schnell weiter. Aber was heißt rennen? Hey, du, komm mal her! Der hat mich jetzt erschrocken. No, wir katapultieren uns mal wieder nach oben. Oh, Mann. Immer noch no smoking. Hey, ich glaube wirklich, dass das hier der Arbeitssicherheit dient. So, kann ich da hinten rüber? Na, ich konnte doch eben... Hallo? Nee, das lasse ich lieber. Wo ist denn der Typ? Ist der jetzt mir gefolgt? Gehen wir mal hier rauf. Oh Gott. Ich habe echt die Befürchtung, dass es hier echt schwer wird. Ich glaube, ich werde mal mich wieder vorwagen. Ich denke mal, hier kommt jetzt keiner mehr raus. So um der Ecke, da dauert der. Oder wir gehen einfach mal hier nach oben. So. Können wir den so ein bisschen umgehen? Und jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, da oben ist das Knochenartefakt. Da ist es. Das will ich ja natürlich haben. Oh, ich glaube, das war knapp. Wow. Wo ist es? Ich weiß, dass du hier bist. Oh, vorsichtig. Gut, das Knochenartefakt ist mein. Fallender Stern. Da gucken wir doch gleich mal. Knochenartefakt. Gute Lunge. Fallender Stern. Wo ist er denn? Hä, wieso haben wir keine Knochenartefakte ausgewählt? Oder sind die, die... Ah ja. Ah, hier oben. Fallender Stern. Ein erfolgreicher Falkenangriff bringt dir etwas Mana zurück. Ach nee, das ist ja scheiße. Was gibt's bei Kräften? Ach, wir haben zwei Runen noch. Zeit verlangsamen klingt ja eigentlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Schattenangriff. Überraschte Gegner, die dich sehen. Nicht sehen werden zu sterben. Asche. Das werde ich, glaube ich, auch in Angriff nehmen hier. Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Bei Gesundheit erhöht sich eigentlich auch nicht schlecht. Das, naja, das gucken wir uns später mal an. Gleich schlitze ich dich auf. Gleich schlitze ich dich auf, wo immer du rumdümpelst, Junge. Was soll denn das? Jemand hier? Wo ist
denn der? So. Mann, ey, wieso kommen die immer aus der scheiß Tür raus? Ey, ich komme hier echt nicht voran. Glaubt ihr mir's oder nicht? Er müsste sich ja bald wieder umdrehen. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Wartet mal, wie viele Betäubungsbolzen haben wir denn? Wir haben 10 Stück. Die nehmen, rüst sich mal vorsichtshalber aus. Wie ist das denn? Die steht ja immer noch. Da steht... Was da drüben vor sich geht. Die immer noch alarmiert? Hallo? Ich bin schon Ewigkeiten da weg. Sind die blöden Typen dazu zweit? Ich glaube es nicht. Ich muss die Augen offen halten. Ja, ja, die Augen immer schön offen halten, Junge. Da ist noch jemand auf der Geh mal einen Schritt nach vorne. Nur mal so, um mich ein bisschen vorzuwagen, weil ansonsten komme ich hier echt nicht voran. Ich muss mich hier echt zusammenreißen. Wie viel Knete habe ich eigentlich? Nee. Inventar, ja. Schlüssel. Oh Gott, so viele Schlüssel. Muss ja schon einen riesen Schlüsselbund haben, der Typ. Wie viel Knete habe ich denn? Ach doch, da steht's doch. Gerade gesehen. 743 Münzen. Die blöden Typen machen es mir echt nicht leicht. Wo sind die denn? Juri. Da ist noch jemand auf der Pirsch. So, gehen wir mal hier lang. Hui. Bisschen lang schleichen. So. Ist das jetzt nur einer? Jemand will wohl da ist einer. Na ja, dich kriege ich. Der ist jetzt weg. So, und stopp. Jetzt aber schnell weg hier. Was hat denn der da für eine Buddel dran? Hallo? Und eine Buddel voll rum. Nein! Ach, scheiße. Was können... Hallo, was schaffen die denn mit... Feuer? Und der ist tot. Nee, doch nicht. So, gute Nacht. Ich brauche ein Elixier. Die spucken mit Feuer, die Typen. Wieso hat der mich jetzt gehört, gesehen? Der hat mich bestimmt gehört. Weil ich den da hingeschmissen habe. Scheiße. Naja, ich habe ihn bewusstlos geschlagen. Er ist ein bisschen verletzt und er bewusstlos. Naja, mein Gott. Er wird es überleben, so. Kann ich den nicht irgendwie in den Schrank packen? So, war es das jetzt hier hoffentlich? Ich muss mich jetzt hier endlich mal ein bisschen vorwagen. Ah, ich riskiere es einfach mal. Okay. Jetzt gucke ich erstmal, ob da auch einer ist. Ist da einer? Nee, aber das ist so eine komische Schussanlage. Okay, hier können wir jetzt rein. Wir haben den Generalschlüssel benutzt und hier ist das unser Ziel, wo wir hin müssen. Oh, eine Springmine. Sokolovs Gesundheitselixier. Ein leerer Elixierflasch. Oh, Knete liegt da. Wenn ich mich recht entsinne, kommt hier auch keiner mehr. Erstmal. Oh, hier so eine leere Elixierflasche. Was steht denn hier? Bedienungsanleitung. Erstens, befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche, wiederhole, bis der Trank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen, kein Elixier verschütten. Keine Kostproben. Also das ist eindeutig. Elixierkunden. Was hat er denn hier für Elixierkunden? Nächste Lieferung, verliebe mir Gubat, 4 Rationen. Ah ja. Interessant, interessant. Ah, für mich nicht so, aber was soll's. Wir schnappen uns hier mal ein bisschen Elixier von ihm. Wo konnte ich das nochmal reintun? Ah ja, hier.
Selbstgebrautes Elixier. Nee, Elixier selbstbrauen, bitte. Zack. Da können wir uns hier nämlich jetzt schön aufstocken mit Elixieren. So. Noch eine, bitte. Elixier selbstbrauen. Zack. Noch eine. Kann man nie genug haben. Ihr wisst ja, ne? Ich bin da ein bisschen so prädestiniert für. Ob ich das selbstgebraute Elixier mal vergiften soll? Weiß ich noch nicht. Was ist denn passiert? Ah, ich kann wohl nichts mehr tragen, oder wie? 7 Stück. 6, 7? Hä? Ist das jetzt leer, oder wie? Habe ich es jetzt leer gemacht? Scheint ja so. Habe ich das ganze Elixier leer gemacht? Geil. Na, dann vergiften wir es mal. So, damit haben wir es jetzt vergiftet. Und weg damit. Kaputt. Ach, schmeißt du so gern mit Flaschen. So, Ratti, sag mir mal, ist hier jemand? Gucken wir mal schnell. Nö. Aber ich weiß ja, wo irgendwo... Oh, schön Knete. Nein, ich will die Knete da haben. Jetzt kannst du es zumachen. Flaschen. Hier war irgendwo... War hier eine Schussanlage oder eine Falle. Ich glaube, das da. Da ist sie. Aber wo ist der Stolperdraht dafür? Da hinten. Ups. Ah ja, jedenfalls habe ich jetzt die Falle ausgelöst. Ah, ich bin aber manchmal selten dämlich. Teilschrank, haben wir sonst irgendwas übersehen? Ich glaube, wir können jetzt hier mal den Abflug machen. So, die Bolzen können wir hier wieder einsammeln. Das ist toll. Nämlich hier werden wir jetzt an dem scheiß Stolperdraht gestolpert. Was ein Stolperdraht ja auch zu einem Stolperdraht macht, ne Leute? Wir hätten quasi auch hier hinten lang gehen können. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hinkommen. Hier oben. Nö, hier ist erstmal keiner. Ich glaube, ich habe die alle schlafen gelegt, oder? Gehen wir mal wieder in den Stealth-Modus. Ob sich hier ein Idiot versteckt hat? Oder auch nicht. Ratti, komm mal her. Komm mal her. Nein, nicht Pistole, Ratten. Yay. So. Damit komme ich hier ungesehen durch. Tschüssi. Ich hoffe, die Ratte kann nur Treppen steigen. Ja, sie kann Treppen steigen. Schnell. Schnell. Ratti, 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 Ratti. Ist hier einer? Ich glaube, hier bin ich sicher. So, hier bin ich sicher. Komm, Ratti, ist gut. So. Danke, Ratte, für deine Hilfe. Irgendwo hänge ich. Ah ja, okay. Ich hing am Regal fest. Haben wir uns ja schlau da jetzt durchgewurschtelt. So, und hier ist es jetzt auch wichtig zu gucken. Wusste es doch, da steht einer. Ich warte mal, bis er abhaut. So, ab. Hau ab. Geh weg. Bitte. Ja, du hast einen schönen Arm. Jetzt geh weg. Außerdem regnet es doch. Du magst doch keinen Regen. Also geh nach Hause. Ach Quatsch. So. Ah, clever gelöst. Puh. Hat mich nicht gesehen. Dann schleichen wir uns hier oben auf den Rohren mal lang, weil ich würde hinten mal noch schauen. Da gab es noch was Schönes für uns. Aber leider waren da auch viele komische Räuber. Das soll ich es lieber lassen. Da war ich hier schon, ich weiß es nicht mehr.
So. Was gibt's hier? Granate. Kugeln. Pistole. Ein Schwert. Habe ich schon alles voll. Oh, Granaten. Die sind bestimmt sehr sinnvoll, wenn ich mich hier langschleichen will. Gehe ich jetzt da runter oder gehe ich nicht da runter? Na, ich schaue erstmal. Ich glaube, da steht auch nur einer. Herz, was sagst du? Gibt es da was zu holen? Ah, da gibt es schon was. Das ist so ein blöder Typ, der mir im Weg ist. Und irgendwo hänge ich jetzt fest. Ah, hier gibt es schon ordentlich was zu holen. Ich höre ja ständig ihn, aber ich sehe keinen. Wo bist du? Ich glaube, ich sollte mir wirklich mal Nachtsicht besorgen. Oh, Betäubungsbolzen. So, und jetzt verschwinde ich. Tschüssi, ihr habt mich nicht gesehen. Ah, da kommt er nämlich gerade wieder. Seine Patrouille. Haben wir ihn gut umgangen? Oh, ich habe keine Mana mehr. Gut, hier kann ich ja lang hopsen. Schön an der Wand entlang. Und dann haben wir auch schon die Nebenquest fertig. Und wir können zur Lumpengräfin zurück. Hey! Aber schmeißen die sich da jetzt gegenseitig mit? Oh, hier ist eine Falle. Entschärfen und Beute nehmen. Natürlich! Brandbolz. Cool. Ich bin immer noch total geschockt davon, dass sie mich damit Feuer bespuckt haben. Das gibt's doch wohl nicht. Spucken denn hier mit Feuer, ist nicht wahr. Soll man nicht rauchen, aber die bespucken einen mit Feuer. So, raus hier. So, dann können wir auch schon zur Lumpengräfin zurück und uns unser Geschenk abholen. Gibt's hier noch irgendwas? Oder ist der Typ noch da? Ich glaube, der ist immer da. Und freitags ist er nie da. Schade, ich wollte doch hier nicht so blöde Witze machen. Suchen Sie was Bestimmtes? Jo, lass mal gucken. Ah, Betäubungsbolzen bin ich voll, okay. Sokolovs Elixier. Ich bräuchte mal Mana-Elixiere. Tschüssikowski. Ich glaube, hier können wir jetzt erstmal so durchlatschen. Haben wir soweit eigentlich alles entschärft, was uns hier auf den Nerven gehen könnte. So, Lumpengräfin. So, wir können ja durch die Tür unten durch. Ich muss ja da gar nicht nach oben. Ihm, zieh es ab. Zieh es ab, damit es atmen kann. Das geht nie wieder raus. Nie, nie, nie. Genau. Komm mal her. Cool, die können wir auch töten. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Wollen wir die mal töten? Das geht nie wieder raus. Nein, nie, wir töten die natürlich nie. Nicht. Mein Geschenk, wo ist es denn? Und wieder eine Rune. Geil. Weiß. Yeah. 3 von 7 gefunden. Können wir mal gucken, ob sich hier noch was in der Nähe befindet. Na, die ist ein bisschen weit weg. Nicht auf die rechte Seite des Tabletts gelegt. Da haben wir sie gefeuert. Cool. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 3 Stück. Nachtsicht. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Ja, das nehme ich mir mal. Weil ja, das ist echt, ja, genau. Drücke linke Maustaste.
Die rechte Maustaste, Entschuldigung, ohne Dunkel zu sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du ihr Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du die wichtigen Gegenstände durch Wände hindurch, wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition, Münzen, Schlüssel oder Fallen. Ja, das ist echt schon sehr, was steht denn hier? Sehr nützlich, weil es habt ihr ja vorhin gesehen, ich wusste echt nicht, ob da jetzt einer steht oder nicht, ob ich da jetzt lang gehen kann. Und so kann ich jetzt immer mal schauen. Send us food. Not us. Run. Irgendwas. Nachtsicht. Wo ist er denn? Da unten ist er. Die Lupengriff. Ohne Ratte. Das ist schon sehr nützlich. Ratten. Oh, und hier sind meine Geräusche. Na, wenn ich schleiche, bin ich eindeutig leiser. Okay, gut, reicht dann Nachtsicht. Gut, dann habe ich auch Nachtsicht mir aktiviert und ich würde sagen, wir können jetzt hier den Part beenden bei der lieben Lunkengräfin. Hier so schön auf der Treppe. Gucken wir nach unten. Und ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Und ja, in 1080p ist das ja alles noch viel schöner, ne, Leute. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Part. Also dann, Leute, macht's gut. Ciao.